Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Maskenballbox von Hämatom. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch der Link zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Maskenball von Hämatom, das Ganze am 30. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Bevor wir starten, werden wir die ganze Geschichte hier mal aus der Folie holen. Einmal einschneiden und dann kann es auch schon losgehen. So, was wir hier jetzt sehen, ist, dass wir hier einen FSK 12 Hinweis auf der Folie hatten. Der verabschiedet sich hiermit. Also, der lässt darauf schließen, dass er sich hier auch eine, dass sich hier auch eine DVD in der Box befindet. Die Box ist quadratisch gehalten in schwarz. Hier oben lesen wir einmal den Namen der Band Hämatom, darunter lesen wir Maskenball. Und was auch direkt ins Auge sticht, ist, dass wir hier vier Unterschriften auf dieser Box haben, und zwar von den vier Bandmitgliedern. Wir lesen hier Nord, Ost, Süd und West. Also die vier Herrschaften haben sich hier verewigt. Und genau das ist auch passend zu diesem Album-Logo von Maskenball. Denn die Herrschaften tragen natürlich auch Masken, aber dieses Ding, was wir hier in der Mitte sehen, ist so eine Fusion aus allen Vieren. Also wir haben hier zum Beispiel die Stacheln hier, die Spitzen von Ost. Dann haben wir hier diesen schwarzen Balken hier um die Augen von Nord. Dann hier so der zugeklebte Mund von West, aber auch diese Kopfform, diese Totenschädelform von Süd. Also alle vier Mitglieder, alle vier Masken sind hier mehr oder weniger mit eingeflossen in dieses Artwork. Ein gelbes Kreuz mit grauen Knochen komplettieren das Ganze. Und hier unten haben wir auch etwas, das man recht selten sieht, und zwar haben wir das Ganze hier durchnummeriert. 1500 war die Gesamtauflage dieser Box und meine Box ist in diesem Fall Nummer 176. Okay, hier haben wir dann auch wieder diesen Schädel. Rechts lesen wir Hämatom Maskenball Freakbox, oben der Schädel und hier dann auch wieder Maskenball Freakbox zu lesen. Auf der Unterseite haben wir den Boxinhalt zu sehen. Diese Box enthält, was haben wir hier? Hochwertiges Kreuzfold Digipack, DVD Live in Prag, Flachmann, Fahne und Wendeposter. Also hier kann man das auch nochmal kurz sehen. So sieht das aus, auch wenn die Box jetzt nicht ganz so originalgetreu getroffen ist, sieht ja aus, als wäre sie etwas größer im Querformat. Und hier unten haben wir noch die Daten zur DVD, die Credits und einen Barcode. Alles klar. So, dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen in schwarz gehalten. Wir haben hier dann als Inhalt Nummer 1 die Fahne. Dann haben wir hier wohl den Flachmann. Das Album an sich. Die DVD sowie natürlich das Poster. So, jetzt ist die Box leer, auch hier unten in schwarz das Ganze. Machen wir mal wieder zu und packen die Box zur Seite. Und nachdem hier ja diverse Sachen noch in Folie sind, also das Album und diese Fahne, holen wir das mal raus. Also einmal die Fahne. Und dann natürlich auch noch das Album. So, dann starten wir wie immer direkt mit dem Album. So sieht das aus. Hämatom Maskenball. Das Cover ident wie auch schon auf der Box. Allerdings hier dann ohne Unterschriften. Es ist das 8. Album von Hämatom. Das Ganze kommt in einem speziellen Digipack. Hier lesen wir dann wieder HT, also das Logo von Hämatom und 15 Jahre durch Himmel und Hölle. Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das Album Maskenball ist so mehr oder weniger ein Jubiläumsalbum zum 15-jährigen Bestehen der Band. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 16 Stück an der Zahl. Wir haben hier auch diverse Features, unter anderem von Hansi Kürsch und Alex Wieselski. Was man zu dieser Tracklist sagen muss, wir haben 16 Tracks
Und jeweils vier sind hier mehr oder weniger so aus einer Kategorie. Und zwar haben wir hier vier neue Tracks, also vier neue unveröffentlichte Hämatom-Tracks. Dann haben wir vier deutsche Lieder, die man so schon kennt, also Coverversionen von deutschen bekannten Liedern. Dasselbe auch noch Englisch, also wir haben vier bekannte englische Lieder, die hier gecovert wurden. Und dann haben wir noch vier Lieder, die quasi ein Remake erfahren haben durch Hämatom. Also jeweils vier quasi aus einer Kategorie, ergibt dann bei 4x4 16 Tracks. Hier unten haben wir dann wieder Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist, wie wir bereits gelesen haben, so ein spezielles Kreuz-Digipack. Also hier haben wir einmal den Sänger der Band Nord. Dann haben wir das Hämatom-Logo. Hier geht es dann links auf. Hier haben wir dann den Bassisten der Band West. Hier lesen wir jetzt Anti-Alles. Dann geht es rechts auf. Hier ist der Gitarrist der Band Ost. Hier nochmal alle vier Herrschaften vereint. Und hier kommt dann auch noch der Schlagzeuger Süd zum Vorschein. So, also sieht echt mächtig aus. Dann haben wir hier einmal die CD. Hier mit diesen grauen Knochen gekreuzt. Hämatom, Maskenball lesen wir auch hier wieder. Und dann haben wir auch noch ein Booklet. Ich gehe mal davon aus, ja, auf der rechten Seite haben wir Platz. Hier befindet sich das Booklet. Packen das mal kurz zur Seite. So, wie das Artwork vermuten ließ, ist auch hier dieses Booklet in Schwarz, Gelb und Weiß gehalten. Und wir haben hier die einzelnen Tracks mit Aufnahmen von Hämatom, also mit Fotografien und auch natürlich den Lyrics. Sehr schön. So sieht das aus. Okay, also diese mehr oder weniger Coverversionen haben hier scheinbar keine eigenen Lyrics. Aber die neuen Tracks von Hämatom haben die dafür alle Wort für Wort. Stressed out, alte Liebe rostet nicht und so weiter und so weiter. 15 Jahre durch Himmel und Hölle. Dann haben wir eine umfangreiche Danksagung, die erspare ich euch jetzt an dieser Stelle. Ich kann euch nur, wenn ihr wollt, den letzten Satz vorlesen, sonst wird das ja echt zu lange. Hier lesen wir: Wir lieben euch und haben gerade richtig Bock, nochmal mindestens 15 Jahre lang unseren Mittelfinger in die Wunden der Menschheit zu legen. Ja, so kennt man die Jungs. Hier könnt ihr euch natürlich das Video kurz anhalten und diese Danksagung im Detail durchgehen. Dann haben wir hier weitere Tracks. So sieht das aus. Jawohl. Auf der letzten Seite gibt es dann natürlich noch die Credits zum Album, also wer war daran beteiligt, wer hat produziert und so weiter und so weiter. All das kann man hier dann nachlesen. Und hier nochmal die vier Herrschaften. Okay. Dann packen wir das Booklet wieder zurück in die Hülle, in das Digipack und machen hier auch wieder mal zu. Dann haben wir mit dabei eine DVD, die sieht so aus, kommt in einer Papphülle Hämatom live in Prag. Hier haben wir auch wieder einen 12er drauf gedruckt. Dem haben wir auch, also dieser DVD haben wir auch den 12er dann auf der Folie zu verdanken gehabt. Wir haben hier 11 Tracks, die hier live gespielt werden. Und dann hier noch die Infos, wer daran beteiligt war. Also, das Konzert in Prag kann man sich hier dann nochmal ansehen. Und das Ganze geht, wo haben wir es? Hier unten haben wir die Info, 55 Minuten. Also circa eine Stunde kann man hier dann anschauen. Dann haben wir mit dabei diesen kleinen Karton hier. Es ist ein Flachmann, wie gesagt. Dann auch nochmal in Folie. Und so sieht er dann aus. Also klassisch hier in Silber gehalten. Dann haben wir hier noch das Hämatom-Logo. So sieht das aus. Also nicht das Hämatom-Logo, sondern das Logo des Albums Maskenball natürlich. Mit Hämatom-Schriftzug. Rückseite blank. So sieht das aus. Ja, kann man natürlich entsprechend dann hier oben befüllen. Und dann hat man seine Getränke immer griffbereit in diesem Flachmann. Dann ist mit dabei ein Poster. Das schauen wir doch gleich mal an. Es ist quadratisch. Und zwar haben wir einmal wieder das Logo zum Album
und hier rundherum diverse Szenen vom Live-Programm. Also das ist eventuell sogar bei der Prag-Sache da entstanden, also bei dem Prag-Konzert, diese Fotos. Hier haben wir dann die diversen Bandmitglieder live in Action. Alles in schwarz und gelb, sieht schön aus. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal die Band bei einem regulären, sage ich mal, Pressefoto. Hier oben lesen wir wieder Hämatom und dann haben wir hier West, Ost, Nord und Süd. In einer kargen Landschaft stehen, sieht so aus wie ein riesiger Parkplatz. Packen wir mal wieder zusammen, also das Poster beidseitig bedruckt im Querformat, im quadratischen Format natürlich. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch eine Fahne und die dürfte wohl recht groß sein. Jawohl. Also, so sieht das aus. Auch hier wieder der Riesenschädel, das Logo des Albums. Hämatom, 15 Jahre durch Himmel und Hölle lesen wir hier. Und das Ganze ist hier an allen Seiten und an allen Ecken entsprechend vernäht. Wir haben allerdings jetzt hier keine Ösen oder keine Schlaufen. Also das Ganze ist dann wirklich anders von euch zu befestigen an der Wand oder so. Aber wir haben hier keine vorgesehenen Öffnungen für irgendwie ein Seil oder irgendwelche anderen Festmachungsmöglichkeiten. Und jetzt wollte ich noch schauen, genau, hier haben wir es. Einen Zettel, und zwar lesen wir hier Art Viva Stoff für Image aus Götzis in Österreich. Okay. Und das Ganze ist 100% Polyester und made in China. Grüße gehen raus. Wir packen diese Riesenfahne mal wieder zusammen. Die ist, wie ihr gesehen habt, echt groß und im Querformat gehalten. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder halbwegs hin. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat. Dann das Poster quadratisch beidseitig bedruckt. Der Flachmann mit Hämatom-Schriftzug plus Maskenball-Logo. Die DVD zum Konzert live in Prag. Sowie natürlich das Album an sich in diesem speziellen Digipack mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Maskenball von Hämatom. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Maskenball unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.